Der türkische Geheimdienst MIT hat offenbar seine illegalen Operationen in Deutschland erheblich ausgeweitet. In den letzten 10 Jahren habe der Generalbundesanwalt 23 Verfahren geführt, die einen möglichen geheimdienstlichen Hintergrund mit Bezug zur Türkei aufweisen würden. Allein 17 dieser 23 Verfahren entfielen auf die Jahre 2018 und 2017. Das hat die Bundesregierung der FDP-Bundestagsfraktion auf deren Kleine Anfrage hin mitgeteilt. Demnach seien aktuell 4 Verfahren wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit für den türkischen Geheimdienst anhängig. Dessen Kernaktivität bestehe laut Regierung in der Aufklärung Oppositioneller in Deutschland. In den vergangenen 10 Jahren hätten dabei die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und andere systemoppositionelle Gruppierungen im Fokus gestanden.